Hallo Hüter und willkommen zurück zu einem weiteren, sagen wir mal, Waffenguide der Exo-Waffen. Also, ich habe mir gedacht, wir untersuchen mal die Kaltherz. Ach ja, fast jeder hat die Waffenangriffsmod übrigens. So, aber jetzt, die kalte Fusion. Diese Waffe feuert einen beständigen Laser ab, der durch die kalte Fusion angetrieben wird. Das heißt, es ist eine fucking Laserwaffe. Da steht zwar Spurgewehr, aber man kann Automatikgewehre reininfundieren. Also, ihr braucht kein Spurgewehr, um dieses hier hoch zu pushen. Einfach hier sowas wie die Scathe Lock nehmen. Natürlich mache ich das nicht, weil ich die brauche. So, dann verlängerter Lauf. Gewichtige Laufverlängerung, erhöht Reichweite, verringert Waffenbereitschaftstempo. Langlebige Batterie, erhöht Magazingröße, also das Magazin umfasst 101. Ja, die Feuerrate ist 1000, also die Feuerrate. Das Ding, das lasert ja einfach nur so. So, der längste Winter. Der Kaltherzlaser verursacht bedeutend mehr Schaden, je länger er auf einem Ziel ruht. Das heißt, für PvP total ungeeignet, für Bosse ist die sehr nice. Sei denn, man muss ständig in Deckung gehen, dann ist sie natürlich nicht so gut, aber für so Eventgegner oder Bossgegner ist sie schon nicht so schlecht. Handangelegter Schaft. Diese Waffe ist für Rückstoßkontrolle optimiert, erhöhte Stabilität. Ich muss aber sagen, diese Waffe ist sehr schwach. Ihr habt schon gesehen, die Schlagkraft, die ist. Ah, so. Und hier habe ich schon gesehen, hier ist Lost Sector. Ach ja, wenn ihr sowas seht, ruhig einsammeln, kann Ruf geben und so. So, und wir befinden uns jetzt wieder in einem Lost Sector zum Testen. So kann ich zwei Sachen vereinen. Ach ja, der Lost Sector, der ist, den ich hier gerade mache, ist hier. Der andere war da. Und wir lasern einfach Gegner weg. Ach ja, wenn ich jetzt sowas wie einen Granatwerfer oder halt eine Powerwaffe teste, da teste ich sie natürlich an dem Endboss hier. Und natürlich an viele Gegner, also man braucht ja auch Munition dafür und so weiter. Und ohne Muni kann man sie nicht testen. Und die Muni von der Powerwaffe ist begrenzt. Sehr begrenzt. Das ist aber wirklich ein. Moment mal. Wir sind hier auf der Erde und es gibt Besessene. Krass. Ich mache ihn mal so weg. Muss ja nicht alles weglasern. Man hört auch dieses Geräusch, wenn es. Hört sich an, als würde es überhitzen. Tut es aber nicht. Es tut nur mehr Schaden austeilen. Und wir haben gleich keine Muni mehr. Deswegen ich damit eigentlich nur noch den Boss grillen will. Können Sie nicht testen ohne Munition? Aber wir können sterben, dann haben wir Munition. Wieder. Okay. Ich hoffe, jemand hat Munition. Nein, okay, töte mich. Das funktioniert aber nur bei diesen Waffen. Man braucht auch keine Angst zu haben im PvP, dass da einen die Munition ausgibt. Da gibt es keine Spezialmunition, da gibt es nur Power-Munition. Ich laufe vom Gegner weg. Nein, jetzt laufe ich vom Gegner weg. Oh, ernsthaft?
Ist man einmal tot und man verliert die Orientierung. Aber hier sind Gegner. Oh Gott! Ihr seht schon, die Waffe ist gegen solche Gegner dann doch nicht immer das Beste. Obwohl, die macht ja auf Dauer mehr Schaden. Oh, natürlich ist das so ein fucking Typ, der so grillt. Also, ich habe es auch mal im PvP getestet. Schlechte Wahl. So, ich habe keine Munition mehr. Aber das war's, denke ich mal, vom Test. Komm. Ihr habt gesehen, wie die Waffe funktioniert. Alter, hör auf ihn zu ha. Der Typ war auch ein bisschen krasser drauf, muss ich sagen. Aber wir haben... Ich frage mich nur, wo die Lootbox ist. Ich sehe nämlich hier nichts. Noch weiter rein. Nein, da. Da ist sie. Gut. Ich würde mal sagen... Danke für den kleinen... Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist nicht die beste Waffe. Aber es macht schon Spaß, mit der zu spielen. So. Und die nächste Waffe wird dann eine andere sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.